Guten Tag, ich darf Sie alle ganz, ganz herzlich begrüßen hier im Ratssaal des Rathauses der Stadt Neumünster. Mein Name ist Michaela Zöllner, ich bin kommunale Gleichstellungsbeauftragte bei der Stadt und ich freue mich, dass ich heute ganz besonders Herrn Radestock begrüßen kann als Oberbürgermeisterkandidaten, denn die Stadt Neumünster steht vor großen Herausforderungen, gerade jetzt in der Situation auch der Corona-Pandemie. Und wir haben uns überlegt, gerade anlässlich des Frauentages 2021, dass für uns ganz bestimmte Fragestellungen wichtig sind im Zusammenhang mit frauenpolitischen Themen. Und bevor wir, also wenn ich von wir sprechen, dann ist es nicht nur die Gleichstellungsstelle, sondern auch noch der Kinder- und Jugendbeirat, das Forum der Vielfalt und auch der Seniorenbeirat. Wir vier gemeinsam haben diese Veranstaltung heute vorbereitet. Und bevor wir Sie jetzt mit Fragen konfrontieren, möchten wir Sie bitten, sich einmal kurz vorzustellen, bitte. Ja, sehr gerne. Sven Radestock ist mein Name. Ich bin 51 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Eutin. Ich bin da geboren, wohne aber seit 25 Jahren in Neumünster. Und in dieser Zeit habe ich eben Neumünster immer mehr kennen und lieben gelernt tatsächlich. Ich habe mich erst engagiert in der Kirchengemeinde Einfeld, da bin ich auch heute noch dabei und bin dann kommunalpolitisch eingestiegen als Stadtteilvorsteher von Einfeld. Das mache ich seit 7 Jahren, mache ich auch immer noch und bin dann nach der letzten Kommunalwahl auch in die Ratsversammlung gewählt worden und bin da Fraktionsvorsitzender der Grünen. Ich bin verheiratet, habe 2 Kinder und einen Hund. Und ich arbeite in Kiel als Journalist und wenn alles so läuft, wie ich es erhoffe, bin ich ab September dann Oberbürgermeister der Stadt Neumünster. Dankeschön. Ich darf jetzt überleiten an Frau Graf, die die Fragen sich selber einmal vorstellt und auch die Fragen vom Kinder- und Jugendbeirat stellt. Genau. Hallo, ich bin Hanna Graf, ich bin 18 Jahre alt und ehemaliges Mitglied des Kinder- und Jugendbeirates und zurzeit absolviere ich mein freiwilliges soziales Jahr im Kinder- und Jugendbüro der Stadt und begleite auch den Kinder- und Jugendbeirat. Genau, zur ersten Frage. Viele Mädchen und junge Frauen trauen sich heute immer noch nicht, Fußball zu spielen oder zu sagen, mein Lieblingsfach ist Chemie, und diese Stereotypen gibt es leider immer noch. Und ja, das Problem ist auch, dass viele Mädchen und junge Frauen auch daran festhalten. Es gibt zwar schon schulinterne Projekte, wie beispielsweise den Girls' Day, die dem versuchen entgegenzuwirken. Und meine Frage wäre, wo sehen Sie als Oberbürgermeister die Chance, daran anzuknüpfen und Mädchen und junge Frauen zu empowern und ja, sie in ihrem Tun zu bestärken und dass sie ihre Träume verfolgen können? Sie haben eigentlich ein paar gute Beispiele schon angeführt. Fußball, meine Tochter spielt auch begeistert Fußball. Ich bin deswegen auch begeisterter Zuschauer bei Frauen- oder Mädchenfußball. Ich weiß nicht, wie man das in der Altersklasse noch nennt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir einfach zeigen, dass die Berufe für jedes Geschlecht geeignet sind. Und wir sind in Neumünster in der glücklichen Lage. Wir haben ja zum Beispiel unsere Digitalisierungsbeauftragte. Das ist so ein typisches Fach. Man würde normalerweise sagen, Computer, EDV oder sowas, das ist Männersache, also in diesen alten Rollenbildern. Und da zeigen wir in Neumünster ja schon, dass es ganz anders geht tatsächlich. Wir haben da eben die Digitalisierungsbeauftragte, die dafür sorgen wird, dass unsere Verwaltung digital wird, dass wir da besser werden. Da haben wir einiges nachzuholen. Und ich glaube, mit solchen Beispielen schaffen wir schon mal eine ganze Menge. Das ist eben ein Punkt, den wir da berücksichtigen müssen. Das andere ist natürlich, dass wir bei den Einstellungen darauf achten müssen, dass wir eben dann auch, wenn Stellen ausgeschrieben sind, die sind ja ohnehin für alle Geschlechter ausgeschrieben, aber dass wir dann auch zusehen, dass wir solche Bewerberinnen auch einladen tatsächlich und dass sie die Chance bekommen. Und ich glaube, ganz wichtig sind eben auch Gespräche, Praktika, diese Angebote, die man jetzt auch die wir alle in der Schule inzwischen haben oder die ihr habt, ich ja ehrlicherweise nicht mehr ganz so. Das sind genau solche Angebote, glaube ich, wo wir alle darauf hinwirken können, dass wirklich nicht immer nur die typischen Frauenberufe und Männerberufe gewählt werden. Und es geht auch los, eigentlich schon bei der Sprache, weil ja natürlich auch, wenn eben immer nur in der männlichen Form von dem Beamten gesprochen wird, dann ist klar, dass sich dann Frauen oder in diesem Fall junge Mädchen von vornherein ein bisschen ausgeschlossener fühlen. Da setzen wir vielleicht als allererstes an. Ja, vielen Dank soweit. Genau, in dem zweiten Bereich, den ich ansprechen möchte, geht es um das Ehrenamt an sich.
Da sind ja auch viele Frauen oft die treibende Kraft und auch in der Partizipation junger Menschen und junger Frauen kann man auch oft feststellen, dass sie auch schon in jungen Jahren oft von Mädchen getragen werden, wie zum Beispiel auch im Kinder- und Jugendbeirat, wo die Mehrheit der Mitglieder weiblich ist. Allerdings endet die Beteiligung der jungen Frauen und Mädchen oft mit dem Ende ihrer Schulzeit und danach verschwinden sie so von der Bildfläche. Deswegen die Frage, wie kann man es schaffen, dass das Engagement weitergetragen wird und dass auch mehr Frauen am politischen Leben teilnehmen? Wo müsste man da Anreize setzen? Ich glaube, das sind erstmal zweierlei Dinge. Das eine ist, dass wir an unserer Kultur etwas ändern müssen. Viele Dinge sind einfach eingefahren und gerade, weil Sie jetzt auch die Parteien ansprachen, gerade in den Parteien, die sind ja sehr männlich geprägt nach wie vor. Da sind die Grünen auch nicht ganz frei von, leider. Es fängt ja, meistens ist der Einstieg in eine Partei gar nicht so schwer. Auch für eine Frau ist dieser Einstieg nicht schwer. Schwer ist es dann weiterzukommen tatsächlich. Und da ist also viel, was da in der Kultur, in der kulturellen Prägung, glaube ich, geändert werden muss. Dass ganz einfach viele Posten, viele Aufgaben noch so unter der Hand verteilt werden. Und da sind manchmal dann die Männer sehr unter sich. Das ist das eine. Das andere sind die Voraussetzungen natürlich fürs Ehrenamt. Die sind gerade in der Politik auch nicht besonders günstig. Da haben wir eben auch Arbeitszeiten oder Tagungszeiten, die meistens abends liegen, nach Feierabend. Wenn wir dann bedenken, dass in vielen Familien auch noch alte Rollenbilder herrschen oder zumindest sehr prägend sind, dass die Frau sich also nicht nur arbeitet oder das junge Mädchen nicht nur arbeitet, sondern auch diejenige ist, die sich um den Haushalt kümmert. Ich sage nicht, dass es gut ist, aber es ist leider eben noch sehr oft so verbreitet, dass es eben nicht gleich aufgeteilt ist. Dann müssen wir zusehen, dass wir diese Zeiten, zu denen Ehrenamt stattfindet, verträglicher gestalten. Dass wir tatsächlich dahin kommen, dass man auch sich nebenbei oder dass die junge Frau sich nebenbei es sich auch zeitlich zutraut, da sich zu engagieren. Und vielleicht hilft uns dabei, da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, tatsächlich auch Corona ein bisschen weiter, weil wir inzwischen ja doch merken, dass wir mit Digitalisierung eine Menge hinbekommen. Ich merke das bei unserer eigenen Partei auch, dass eben viele Sitzungen digital sind und dadurch spart man natürlich viel Zeit und man ist viel flexibler. Ich bin auch viel flexibler, wenn ich zu Hause bin und eben nebenbei noch was machen kann bis kurz vor der Sitzung und nicht noch eine lange Anreise habe. Ja, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen und ich gebe weiter an Frau Dannmann und das Forum der Vielfalt. Hallo Herr Radestock, ich bin Elisabeth Dannmann und seit über 4 Jahren auch mit zuständig für das Forum der Vielfalt und arbeite da mit im Vorstand. Und unsere Fragen drehen sich rund um gelungene Integration. Und die erste Frage ist, Neumünster hat sich als sicherer Hafen bekannt, neben 230 Städten in der Bundesrepublik. Und welche Maßnahmen möchten Sie zur Aufnahme insbesondere für schutzbedürftige Frauen und Kinder treffen und sicherstellen? Das ist meine erste Frage. Also erstmal mit Blick auf den sicheren Hafen. Ich freue mich sehr darüber, dass wir es hinbekommen haben, in der Ratsversammlung dafür eine Mehrheit zu bekommen, dass wir uns zum sicheren Hafen erklären. Und ich habe gerade neulich so eine Karte in die Hände bekommen, wo alle sicheren Häfen aufgezählt wurde oder gezeigt wurden. Da habe ich natürlich sofort geguckt, ob Neumünster drin ist und habe mich gefreut, dass Neumünster da steht. Wir sind leider in der Situation, dass wir mit dem sicheren Hafen im Moment noch, dass es mehr ein symbolisches Bekenntnis ist. Und es ist ja auch vom bisherigen Stadtvorstand signalisiert worden, dass man in der Richtung nichts unternehmen möchte. Wir müssen dafür tatsächlich etwas ändern an Bundesgesetz, an dem Aufenthaltsgesetz, damit wir als Kommune überhaupt sagen können, wir nehmen mehr auf, als uns tatsächlich zugewiesen wurden. Das ist das eine. Das heißt, wir müssen einen Druck erzeugen in Richtung Innenministerium, dass die sicheren Häfen, die ja nicht nur bei uns sind, sondern auch in Schleswig-Holstein, auch in vielen anderen Kommunen, dass wir da tatsächlich weiterkommen können und dass wir da tatsächlich andere oder mehr Menschen aufnehmen können. Nur Münster ist sowieso noch mal in einer anderen Lage, weil wir ja durch die Erstaufnahmeeinrichtung im Moment jedenfalls keine geflüchteten Menschen aufnehmen bei uns. Und ich glaube,
genau da können wir signalisieren, dass wir mehr können, dass wir tatsächlich auch bereit sind dazu. Wir haben in Neumünster eine große Hilfsbereitschaft erlebt unter den Menschen. Das war ja in den Jahren, als sehr viele Menschen geflüchtet sind, sehr gut ersichtlich. Es gibt natürlich bei uns auch andere Tendenzen, aber so die große Menge der Menschen in Neumünster ist da durchaus aufnahmebereit. Und ich glaube, da können wir, und das müssen wir einmal von der Stadt aus als Signal an die Bundespolitik, aber eben auch als Bürgernetzwerk hinbekommen, dass wir da noch mehr aufnehmen und signalisieren und wenn dann die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen sind, tatsächlich Hilfsbereitschaft zeigen. Vielen Dank. Eine weitere Frage ist, es ist ja so, dass die Frauen in der Regel immer noch die Familie managen und sehr darauf angewiesen sind, dass sie die deutsche Sprache sprechen können. Und wie können Sie sich die Hürden sind hoch für das Angebot und vor allen Dingen, wenn Familien nicht ausreichend Plätze haben für ihre Kinder in der Krippe oder in der Kita, ist es oft sehr schwierig für Frauen, an einem Sprachkurs oder Alphabetisierungskurs teilzunehmen. Und wie können Sie das Setting ändern? Wie können Sie passgerechte Sprachbildung anbieten? Ich muss mir da erst den Überblick verschaffen, muss ich Ihnen gestehen, weil ich habe mich gerade verabredet zu einem Gespräch mit unserer Volkshochschule auch, um genau auch darüber zu sprechen, auch über andere Dinge, weil Sie haben es jetzt eben schon gesagt, für mich ist es eben wichtig, dass man, wenn wir Sprachkurse schaffen für Frauen oder auch für Frauen, dass wir dann auch entsprechende Kinderbetreuung dazu haben. Ich muss mir noch einen Überblick verschaffen, wie gut wir darin wirklich sind. Da hoffe ich drauf, dass wir schon einen gewissen Schritt haben, aber auf jeden Fall muss da mehr gemacht werden. Und das geht auch mit anderen Dingen weiter, auch andere Angebote, die wir haben. Dazu gehört eben auch, wie kommt man überhaupt hin zu so einem Sprachkurs? Wie kommt man hin mit seinen Kindern? Also haben wir auch Busangebote tatsächlich. Also das klingt ja manchmal wie so eine Lappalie, aber man hat ja trotzdem auch immer noch wir sind ja in der Pflicht, auch dafür zu sorgen, dass Sprachkurse, die angeboten werden, auch wahrgenommen werden können. Da müssen wir auch einige Dinge wirklich uns nochmal genau angucken und sehen, wohin es geht. Und möglicherweise, auch da, ich kenne da die genauen Zahlen noch nicht, da können Sie mich in 2 Wochen nochmal fragen, dann bin ich ein bisschen besser informiert hoffentlich. Ich sage mal, gegebenenfalls müssen wir einfach zusehen, ich glaube, wir haben einen großen Nachholbedarf, was Frauen in Sprachkursen angeht und dann würde ich mal gucken, dass wir dann nicht über eine Quote, aber man kann ja doch die Zugänge regeln tatsächlich und dass wir dann sagen, so jetzt nehmen wir die nächsten Sprachkurse erstmal für die Frauen, damit wir da aufholen, was bislang liegen geblieben ist, weil uns ist allen nicht damit gedient. Integration ist eine Sache von der gesamten Gesellschaft, da müssen Männer und Frauen, Familien zusammenhalten und es ist uns nicht damit gedient, wenn die Männer der deutschen Sprache dann mächtig sind und die Frauen dazu kurz kommen oder einfach vergessen werden. Das dürfen wir uns auf keinen Fall erlauben. Herzlichen Dank. Und ich leite weiter an Dorothea Jana vom Seniorenbeirat. Ja, ich bin im Seniorenbeirat seit 12 Jahren, 11 Jahren und bin aber schon seit 2005 Seniortrainerin hier in der Stadt Neumünster und habe einige Projekte hier auch ins Leben gerufen. So ist mein Interesse einmal Senioren und das andere ist bürgerschaftliches Engagement. Bei den Senioren fällt mir auf, also ich will erstmal von der Zeit sprechen, bevor die Pandemie begann. Und da gab es ja doch immer wieder sehr viele Treffen und viele Leute, ältere Frauen und Männer haben sich darüber beklagt, dass sie eine mangelnde Wertschätzung erfahren. Und zwar nicht nur so in der Gesellschaft, sondern auch bei den Ämtern. Dass es Probleme gibt in der Wohnraumbeschaffung, im sozialen Wohnraum, dass sie Probleme haben in der Mobilität, irgendwo hinzukommen, zum Arzt zu kommen. Dass es keine Möglichkeiten gibt, preiswerte Alternativen zum Taxi anzubieten. Dann haben viele, die auch zur Tafel mussten, auch darüber geklagt. Aus der Gartenstadt gab es immer wieder Probleme mit der Versorgung, der Lebensmittelversorgung der älteren Leute. Und das ist ein Problem. Mangelnde Wertschätzung bei Senioren
die ich in meinem Beruf als Sonderschullehrerin an der Wichernschule auch erlebt habe, auch mangelnde Wertschätzung meiner Schüler. Es ist ein allumfassendes Tableau, das wir in unserer Gesellschaft, in unserer Stadt angehen müssen. Was möchten Sie gerne dafür tun, dass ich damit und alle anderen auch zufrieden sind? Für mangelnde oder gegen mangelnde Wertschätzung. Ich glaube, wir Grünen stehen immer für einen Klimawandel. Und ich glaube, wir brauchen einen Klimawandel ganz besonders auch unter den Menschen. Im Grunde genommen haben Sie alles gesagt. Es geht um den Umgang miteinander, um einen respektvollen Umgang miteinander, um das Anerkennen, gerade auch bei älteren Menschen. Nun, da werden oftmals, wobei ich glaube, sehr viel sind das auch Konflikte, die in der Realität nicht immer vorhanden sind, wenn die Leute sich wirklich kennen. Es wird, die Älteren sagen über die jungen Leute, was die machen, und die haben ja nichts als Handys im Kopf. Und die Jüngeren sagen, ach, die Alten, die sind sowieso alle verstaubt und bewegen sich nicht mehr. Und ich glaube, der Schlüssel zu dem Ganzen ist einfach, dass wir uns kennenlernen müssen. Und das haben wir in vielen Bereichen, wo Menschen sich nicht kennen, sondern nur Vorurteile voneinander haben. Da gibt es Konflikte, beziehungsweise da redet man sich Konflikte ein, die oftmals gar nicht da sein müssen. Also für mich wäre der Schlüssel für das Ganze Kommunikation, wie es das ja ansatzweise auch gibt. Also es gibt ja auch Kurse, es gibt Veranstaltungen für Jung und Alt, wo sie zusammengeführt werden. Und ich glaube, das ist genau der Weg, zu dem wir hin müssen, dass wir einfach mehr miteinander erleben. Dazu gehört für mich letztendlich auch, dass wir mehr ein Gemeinschaftsgefühl erleben bei uns in der Stadt. Ich kann aus Einfeld berichten, im Stadtteil, da gibt es eben ein sehr gesundes Bewusstsein, manchen ist es schon wieder zu gesund, dieses Bewusstsein, wir sind Einfelder, wir halten zusammen. Und ich glaube, wenn wir das hinbekommen in der Stadt, dann wäre das auch der richtige Weg. Wobei ich nochmal sagen muss, Sie sprachen ja von der Zeit vor der Pandemie. Also einige Sachen habe ich schon erkannt, gerade so die Einkaufsmöglichkeiten in Gardeland. Ich bin gerade neulich mit diesen Minibussen gefahren. Also da hat sich ja wirklich was getan. Und ich glaube, wenn der Seniorenbeirat da weiter so aktiv bleibt, wie er jetzt ist, da können wir auch noch viel erreichen. Und da werden wir auch viel erreichen, glaube ich. Ja, und die nächste Frage, die passt zu der ersten Frage. Es sind ja ganz viele Frauen, die aufgrund ihrer Leben oder aufgrund ihrer Erwerbstätigkeit immer nur Minijobs hatten, die immer nur dazu verdient haben und die jetzt ihre Rente verkapitalisierten und jetzt dastehen und ganz mit einem Minimum auskommen. Meinen Sie, dass Sie als Chef der Verwaltung Möglichkeiten haben, die mir noch gar nicht im Kopf sind? Vielleicht haben Sie die. Wie kann man diesen Frauen helfen, die wirklich 20% oder 25% weniger Rente haben als schon die Männer, die auch nicht viel Rente haben? Ich freue mich darüber, wenn Sie mir eine Möglichkeit aufzeigen können. Mir und den Senioren. Wir haben dieses Problem deutschlandweit und ich glaube, das ist ganz schön viel, was Sie jetzt von mir verlangen, wenn Sie ernsthaft erwarten, dass ich jetzt das Patentrezept habe. Ich kann den Blick auf dieses Problem werfen und ich habe es auch tatsächlich in Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich mir nochmal angeguckt und habe gestaunt, dass die Lücke zwischen Männern und Frauen bei der Rente nirgendwo sonst in Europa so groß ist wie bei uns tatsächlich. Durch das, was Sie gesagt haben, durch die Minijobs, dadurch, dass die Care-Berufe ergriffen wurden, dass die Frauen viel gearbeitet haben, aber dafür eben nichts bekommen haben, nichts einzahlen konnten in die Rente. Das ist erstmal das Grundsätzliche, wo wir als Gesellschaft ran müssen, wo ich natürlich sehen muss, wie weit reicht mein Arm als Oberbürgermeister, aber vielleicht reicht er tatsächlich noch ein bisschen weiter. Was wir konkret in der Stadt machen können, ich glaube, das sind einfach, dass wir Angebote schaffen für diese Menschen, dass wir eben auch das, was oftmals jetzt Kirchen anbieten, tatsächlich Begegnungsmöglichkeiten, also auch Dinge, die man machen kann, Angebote, die wir schaffen können, die unsere Stadt attraktiv machen, auch für ältere Leute, auch für Leute mit wenig Geld. Und die anderen Geschichten, sag ich mal, die sind dann schon ein bisschen übergeordneter. Also ich weiß nicht, ob Ihnen das als zündende Idee reicht, aber ich will mich da gerne bemühen und habe das auch wirklich im Blick. Also wir haben ja auch einen sehr aktiven Seniorenbeirat und ich glaube, der meldet sich auch gut zu Wort bei genau diesen Geschichten. Ja, dann würde ich gerne noch zwei Fragen stellen. Sie haben es in der Antwort der ersten Frage schon ein bisschen aufgegriffen, nämlich die geschlechtergerechte Sprache.
In den Medien wird das Thema ja in den letzten Wochen auch sehr kontrovers teilweise behandelt. Welche Einstellung haben Sie zu geschlechtergerechten Sprache und was bedeutet geschlechtergerecht in diesem Kontext für Sie? Zunächst einmal ist für mich geschlechtergerechte Sprache eine Frage des Respekts. Es ist für mich als Mann erstmal sehr einfach zu sagen, naja, wenn ich die männliche Formulierung benutze, dann steckt der Mann da ja schon mit drin. Das ist ja auch eine Art des Genderns, nur eben in eine bestimmte Richtung. Und wenn ich sage, das ist für mich eine Frage des Respekts, dann heißt das, wenn ich wahrnehme, dass die Sprache, so wie wir sie jetzt häufig noch benutzen, dass die Menschen ausgrenzt, dass die respektlos, dass sie andere Menschen nicht achtet, also Frauen oder auch andere Geschlechter, die wir ja noch haben, dann ist es Zeit, dass wir uns diese Sprache ansehen und dass wir damit was machen. Und wir haben die Sprache, die prägt das Bewusstsein, das wissen wir, und die Sprache nimmt auch vieles vorweg. Wir haben das bei der Berufswahl, ich glaube, da hatte ich das angesprochen, dass natürlich, wenn da die männlichen Bezeichnungen sind, dann sind von vornherein die Männer oder die Jungs eher motiviert, sich darauf hin zu bewerben. Es gibt ja auch Untersuchungen, wo gefragt wurde, welche Vorbilder gibt es, und dann werden nur die männlichen Personen oder die männliche Form genannt und dann werden ganz viele Männer genannt, und wenn man dann aber Männer und Frauen nennt, dann hat man das Problem oder dann merkt man auf einmal, dass tatsächlich Männer und Frauen auch als Vorbilder genannt werden. Daran merkt man, Sprache macht was mit uns. Sprache ist im Wandel und deswegen habe ich überhaupt nichts dagegen, die Sprache zu gendern und sich damit auseinanderzusetzen und mich darauf einzulassen. Ich muss allerdings gestehen, und das hat man wahrscheinlich, wenn man meine Wortbeiträge vorhin schon mal richtig analysiert, auch ich habe natürlich meine Schwierigkeiten manchmal damit. Und das ist überhaupt kein böser Wille, sondern das ist einfach die Prägung, die ich von klein auf an gehabt habe. Und das ist eben eine andere. Und deswegen, wir haben auch, als wir das Wahlprogramm geschrieben haben, uns über verschiedene Genderformen unterhalten, also ob wir nun ein Sternchen machen, weil ja eben nicht nur Männer und Frauen, sondern eben auch divers noch da als Geschlecht, dass man eben dieses Sternchen einsetzt. Ich habe mich ganz sehr darum bemüht und trotzdem habe ich bei der letzten Durchsicht noch einen Punkt gefunden, den ich nicht gegendert habe. Und da hoffe ich einfach auf so ein gewisses Verständnis, was auch ein Verständnis zwischen den Generationen wieder ist. Das, was ich zu Frau Jana ja auch schon sagte. Das ist auch ein Verständnis zwischen den Generationen, dass natürlich, wenn ich anders aufgewachsen bin, es mir noch nicht so leicht jedes Mal von den Lippen geht, wie jungen Menschen wie Hannah Graf, die damit aufwächst und die einfach damit reinkommt. Also es ist nicht immer böser Wille, es ist ganz einfach, ganz oft die Prägung. Vielen Dank. Meine zweite Frage geht so ein bisschen in die Richtung von Frau Graf am Anfang, nämlich wir sitzen ja hier in der Ratsversammlung, wir haben im Moment 43 Sitze, von diesen 43 Sitzen haben wir 28% Frauen, das sind 12 im Moment. Zur echten Gleichstellung gehört 50-50 aus meiner Sicht. Haben Sie eine Idee, wie wir das verändern können? Haben Sie Ansätze, Ideen? Wir arbeiten ja dran. Es gibt Veranstaltungen, um Frauen sozusagen dafür zu begeistern. Also da geht es um, ich glaube, Empowerment oder wie man das denn nennt, dass also Frauen dazu gebracht werden, sich damit überhaupt mal auseinanderzusetzen und ermutigt zu werden, weil wir haben ja gehört, es gibt ja immer noch in unserer Kultur sehr viele Hemmschuhe dabei. Nun muss ich natürlich auch dazu sagen, wir sind als Grüne ja selbst auch nicht vorbildlich im Moment. Also wir haben auch von unseren 7 Mandatsträgern sind 2 Frauen, aber wir arbeiten dran. Und das ist es genau, was wir machen. Also wir als Grüne versuchen auch tatsächlich oder haben schon sehr erfolgreich sehr viele neue Frauen als Mitglieder zu gewinnen. Da haben wir uns bemüht und das schaffen wir auch. Und wir beziehen sie von vornherein mit ein und versuchen tatsächlich so bis zur nächsten Kommunalwahl so weit uns aufstellen zu können, dass wir tatsächlich Hälfte-Hälfte besetzen können. Ich finde, deswegen ist bei Parteien auch, macht die Quote durchaus Sinn. Gibt es ja auf Landesebene, auf Bundesebene bei den Grünen. Auf Gemeindeebene kriegen wir es im Moment oder haben wir es beim letzten Mal noch nicht hinbekommen. Ich bin da ja auch noch relativ neu, dass ich wirklich in der Partei engagiert bin. Aber wir arbeiten daran, dass wir genau das hinbekommen. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Da muss man wahrscheinlich auch mal solche
ja, etwas strikteren Maßnahmen ergreifen, um überhaupt dahin zu kommen, wo wir irgendwann mal hinwollen. Weil wir sehen ja so durch Freiwilligkeit, der Wille ist ja schon seit langem da, paritätisch zu besetzen. Aber dann heißt es immer, wir haben ja keine Frauen. Und dann ist das Thema damit erledigt. Und davon müssen wir halt wegkommen. Ja, danke. Dann habe ich eine letzte Frage noch, die können Sie ganz aus dem Bauch heraus beantworten. Was, wow, sind die, was sind die ersten drei Dinge, die Sie tun werden, wenn Sie Oberbürgermeister sind? Ich habe mir fest vorgenommen, ich will mit allen Mitarbeitern sprechen. Ich weiß, das ist ein großes Vorhaben, weil es sind ja doch eine ganze Menge. Genau. Und ich möchte also mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen und mit denen erstmal überhaupt ein oder zu denen ein Verhältnis aufbauen, dass wir wirklich uns alle einmal gesehen haben und mal gesprochen haben. Ich möchte die Verwaltung, ich habe ja schon sehr viele Einblicke, ich habe sie nur von der anderen Seite tatsächlich. Und ich möchte so vertraulich mit allen Menschen hier sprechen, dass wir gucken, wo können wir wirklich optimieren? Und optimieren heißt in meinem Falle nicht, wie es bei der Wirtschaft immer so heißt, wir schmeißen Leute raus, sondern wir gucken, dass die Leute da arbeiten, wo sie sich wohlfühlen, wo sie am besten sind, was ihren und seinen Talenten entspricht. Das wäre so das Erste. Das Zweite ist, würde ich mir gerne die Schwachstellen in der Stadt genauer angucken, wobei ich jetzt ja schon fleißig sammle, weil wenn ich jetzt mit Menschen spreche im Wahlkampf, dann sagen sie mir auch schon, da müssen sie mal drauf achten, da müssen sie drauf achten. Kenne ich auch als Stadtteilvorsteher, das sind die meisten Anrufe, wo irgendwas nicht so funktioniert tatsächlich. Ja, und das Dritte, jetzt muss ich mal gucken, was wir denn da noch als Drittes machen. Ich glaube, ich bin mit den ersten beiden schon ziemlich beschäftigt. Vielleicht nehmen wir uns die Sprache vor. Mal gucken. Das weiß ich noch nicht. Das lasse ich noch mal offen. Vielen Dank. Ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich mich für das Gespräch und für diesen Austausch hier bedanke. Wir wünschen Ihnen jetzt für den kommenden Wahlkampf, der ja vor der Tür steht, Kraft, Geduld und auch gute Ideen und wünschen Ihnen alles Gute. Dankeschön. Gute Ideen habe ich, Kraft, Geduld mögen bald kommen. Gut, Dankeschön.